Na, ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Quick and Dirty Verkostungsvideo. Heute hier im Whisky Hort in Oberhausen. Mitgebracht haben wir euch die nächste Ausgabe eines 10-jährigen Aventador aus dem Hause Signatory. Fass Nummer 388 ist das und dunkel, dunkel, dunkel. All die Farbtrinker unter euch und darum gibt es reichlich. Wie wir wissen, können sich da schon mal drauf freuen. Und ich bin gespannt, wie er denn schmeckt. Das sieht schon mal richtig einladend aus. Selbst im Glas ist er noch sehr, sehr dunkel. Man stellt ja oftmals fest, wenn man sich so ein Dram eingießt, dass die Farbabweichung zur Flasche doch schon ganz ordentlich ist. Aber das hier ist noch echt so dunkles Mahagoni. Und in die Richtung geht auch meine erste Assoziation, was die Aromen in der Nase angeht. Ganz erstaunlich, habe ich so bei einem Aventador aus dieser Reihe noch nicht gehabt. Den werde ich definitiv die Tage nochmal probieren, wenn er etwas Luft geatmet hat. Jetzt ist mein erster Eindruck so Richtung Möbelpolitur. Ganz kurz. Das verfliegt aber recht schnell. Dann kommt irgendwie was Mineralisches, bevor es dann so anfängt, sich zu öffnen und in Richtung richtig volle Sherry-Noten zu gehen. Im Übergang dahin noch so eine ganz feine Süßholzwurzelnote, so ein bisschen Lakritz für einen Moment. Und dann bin ich bei altem Sherry, richtig alt. Anflug von Tanninen hat schon lange im Fass gelegen. Dann wird es rosinig, dann kommt richtig die Schokolade, die irgendwo zwischen Vollmilch und dunkler Zartbitterschokolade hängen geblieben ist. War ich bei der ersten, zweiten Nase noch ein bisschen irritiert, wandelt sich das Blatt so langsam. Und das beginnt mir zu gefallen. Entschuldigt. Da war der Hals doch ein wenig trocken. Sehr schön. Also, auf euch und mal sehen, wie der Whisky schmeckt. Uiuiui. Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, der gefällt mir schon deutlich besser als der Vorgänger. Ich mag zwar Ecken und Kanten, aber davon hatte die vorige Version, die wir hier hatten, doch ein bisschen arg viel für meinen Geschmack. Das hier ist jetzt wieder gefälliger. Nicht ganz ohne.
weil der ist nicht einfach nur süß und dunkelfruchtig. Der hat auch schon ein bisschen trockene Noten. Der macht sich schon richtig breit im Mund, wirkt auch ein bisschen sperrig, aber alles noch im grünen Bereich. Schokolade nicht ganz so stark wie in der Nase. Ich bin hier wirklich mehr bei alten Sherry-Noten. Schöne, ganz feine Würze vom Holz, aber ohne, dass es überfrachtet wirkt. Spielt so ganz fein im Hintergrund mit. Genau richtig, um die Süße von dem Sherry aufzufangen, die unzweifelhaft da ist. Aber die halt so ein bisschen eingebremst wird dadurch. Das macht Spaß. Jawohl. Und auch im Abgang bietet er durchaus noch einiges. Ganz hinten raus so eine leichte Trockenheit. Und vorher geht es nochmal so richtig über Blockmalz, über so eine feine Lakritznote, die ganze Zeit eigentlich da ist, in Richtung Rosinen, in Richtung einer trockenen Süße. Und den schmeckt man auch noch lange. Da ist, wenn man den in einem Tasting hat, glaube ich, schon noch ein bisschen nachspülen angesagt, bevor man den nächsten genießt. Der ist so komplex, so vielschichtig von seinen Aromen her und bleibt so lange hängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon toll. 62,90, wenn ihr sagt, yo, das klingt, als müsste ich den haben. Das ist unser Preis dafür. Und das passt für mich. Die haben in letzter Zeit ein bisschen angezogen, die 10-jährigen Edradowers. Aber da sind sie nicht alleine auf weiter Flur. Von daher, das passt schon. Wie immer abgefüllt mit 46%. Es gab 634 Flaschen. Schnappt euch eine davon, wenn ihr meint, das Ding gefällt. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch. Genießt, was ihr jetzt im Glas habt, bis der dann ankommt. Und macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.